Let's go. Okay. Today more. Ich, bevor ich bevor ich schieße, würde ich einmal fragen. Worauf schießt du? Ich würde erstmal beten. Lass mich erstmal kurz beten, verdammt! Ja. Farashma, leite mein Geschoss, sodass es das Ziel trifft. Und geleite den Toten einen sicheren Weg über den Knochenacker. Dann würde ich mich hinstellen und zielen und würde gucken, ob ich eine humanoide Gestalt ausmachen kann. Ich habe Dämmersicht. Das heißt, ich sehe schon mal ein bisschen mehr vielleicht, wenn ich nicht unbedingt ins Feuer gucke. Schwierig. Ja. Mach ein Perception mit Nachteil. 5. Weil es ist halt trotzdem erleuchtet. Du guckst vom Dunkel ins Hell ins Dunkel. Ja. Ich verstehe schon. Musst du mir da nicht sagen. Ich verstehe doch, dass du mich mobben möchtest. Yes. Ja, also. Okay, von Feuer, cool. Von diesem Punkt sehe ich nichts. Ich würde meinen Punkt wechseln, wo ich stehe. Bin ich so ein bisschen seitlicher dazu. Stop. Stop. Ein Glück. Entschuldigung, ich habe falschen. Habe ich nicht. Oh, geil, ich bin Kengu. Ich habe ja sogar noch ein Dings auf Stealth. Ich bin der Schatten. Perception. 12. Not good, not bad. Es reicht bloß eine Form, aber ich weiß, es sieht humanoid aus und es bewegt sich vielleicht noch ein bisschen. Ich weiß, dass es vielleicht was Lebendiges ist. Guck auf die Map. Du leuchtest. Feuer auf ihn. Ich feuer auf ihn. Feuer ihn. Magic Missile! Du hittest ihn. Du hast 5. 4, 3, okay. 2. Hoch. Lauf. 2-5 Footsteps kannst du machen. Okay. Ich steppe in die Steppe und zeige euch, was eine Hake ist. Und dann würde ich nach oben. Wow, in die Fresse. Fuck. Okay. Eine Fleischwunde! Oh, Scheiße. Kippst du um? Sag mal, haben die da eine Maschine, Maschinengewehr so gerade aufgestellt und dann so ein Maxim auf mich oder was ist das gerade? Nö, das waren nur 2 und ich habe dir sogar ausgezeichnete Deckung gegeben bei dem zweiten. Von dem ersten her hast du teilweise Deckung durch die Beleuchtung und du warst halt geleuchtet, Mann. Ja, klar. Kann ich noch einmal schreien, bevor du kannst schreien, ja. Während der Pfeil nicht einschlägt, kannst du schreien. Ziemlich laut sogar, wenn du möchtest. Lauft weiter in den Wald! Gut, dass ich meinen zweiten Charakter heute schon gemacht habe, wa? Ich. Ja, nun. Ich glaube, wir haben ein Problem. Das war ja fast so erfolgreich wie die Idee, dass einer von uns reinmarschieren soll. Wie wäre es mit Zug weitergeben? Und ich bin verwirrt, wo sind die Banditen? Ich sehe sie nicht. Ja, weil die einfach noch im Lager sind. Die haben halt jetzt einfach... Und ich habe jetzt noch versucht, meinen Scheiß hier rauszulocken. Hey, Leute, was mache ich? Sie hierher locken? Kann dir keine antworten. Wieso, die hocken doch da über mir auf dem Baum? Die sind nicht dran. Heißt, du musst warten. Dumm gelaufen. Dann warte ich und hoffe, dass mir jemand antwortet. Was hat sie gesagt? Ich habe gefragt, was ich tun soll. Naja, offensichtlich laufen sie ja nicht zu uns, oder? Wir wollten sie doch da in der Mitte anzünden, oder nicht? Sie sind doch nicht mal auf eurer Karte. Ja. Nicht mal Kron ist auf eurer Karte. Ja, eben. Haben wir den eigentlich gehört? Ja. Ich war jetzt nicht leise. Ja. Gut, also für mich hört sich das schon so an, als ob er, gefailt hätte. Wow. Es werden wohl keine Banditen kommen. Ich würde den Baum wieder runterklettern und ja.
die Banditen gerade kommen. Wird man nachschauen gehen. Ich stelle mir jetzt vor mir so, oh, du kannst den Baum mit einer Aktion runtergehen und dann kannst du einmal deine Bewegungsweite dich bewegen. 30. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Felder. Moment, ich will ja nicht ins Öl reinlaufen. Und nicht in die Krähenfüße. Der ist, auch ist das jetzt hier zu weit? So. Nö, das sieht eigentlich ganz gut aus. 1, 2, 3, 4. 1 zurück noch. Ne, 6, ja genau. Ja. Naja. Also kann ich mich bewegen mit meinem Schrittding und dann noch einen Angriff machen? Auf was? Auf den Banditen. Der ist auf der anderen Karte. Ja, der ist vielleicht auf der anderen Karte, aber ich kann ihn ja trotzdem targeten. Nee, weil... Ich sehe ihn ja, oder nicht? Nein. Der ist ganz weit weg. Den habe ich gerade so gesehen. Und zwar auch nur mit allen zugekniffenen Hühneraugen, die ich hatte. Also der ist mindestens 300 Fuß von dir weg. Das ist ein Stück. Er hatte ein ziemlich lautes Organ gehabt. Es ist ich habe gerade einen Pfeil abbekommen. Hier ist Ruhe. Schwein. Ihr wolltet einen geeigneten Platz für den Hinterhalt. Den habe ich euch gegeben. Zumindest, dass ihr es hier gefunden habt. Doch, alles schick, alles gut. Das können wir dafür, wenn Kron so ein Versager ist. Ja, ich treffe zu 100% immer. Ich hab getroffen. Die aber ich auch. Ich noch nicht vertragen. Ich habe nie was davon gesagt, dass ich überleben werde. Ja, ich glaube, ich würde versuchen, Alex dann Feuerschutz zu geben. Wie weit kann ich mich an ihn ranbewegen? Musste ich durch unseren Durchkreis, stehe ich da dann drin? Wo kannst du dich? Sechs Felder weit von deiner Position aus bewegen. Also 30 Fuß. Das wäre jetzt aber mitten. Bist halt noch im Öl. Bist halt auch durchs Öl gelaufen. Du hast Öl an den Stiefeln. Richtig hin? Ja, aber woanders kann ich ja auch nicht hin. Muss ich dann noch wieder zurück? Okay. Wenn du sagst, ist okay so? Cool. Nee, ich darf ja nur 30 und da stand jetzt gerade 40 mit dem Pfeil. Genau. Ich habe aber neben dir gemessen gehabt. Genau, auf dich unter dich runterkam. Ich stand da. Ah, ja. Dann zieh den Pfeil ein Stück zurück. Genau, das sind 30. Ich habe das mein Pfeil. Den sieht sie nicht. Ja, das ist 30. Das passt, das ist okay. Bei Footstep noch. Du hast theoretisch noch eine Bewegung. Aktion. Kannst halt voll nutzen, ne? Kannst halt rennen. Richtig. Alex musste halt erst vom Baum runter. Ganz halt hinterm Gebüsch. Rainer? Nein, auch du kannst keine 300 Fuß schießen. Das ist mir durchaus klar. Du bist nicht Legolas. Brotflinte. 300 Fuß ungefähr. Ja, so roundabout. Von deiner Position da hinten aus 300 Fuß. Ich würde auf meiner Position bleiben und warten. Yep. Stimmt, wäre ein Fehler, das aufzugeben. Lex? Ja, vielleicht ruft Leute den anderen zu. Severa Alex holt Korn. Und bringt ihn her. Und ja, war es dann schon. Ich bleib nicht auch auf der Position. Gucken wir mal. Korn ist immerhin stabil. Hat seinen Stable-Wurf gerade geschafft. Während Severa handelt. Mal ganz kurz, weil seht ihr ja nicht mehr. Das war Slash Whisper GM, ne? Slash WGM. Ja. Slash WGM. Wie viel Felder kann ich laufen, wenn ich renne? Also ich renne? Deine doppelte Bewegungsweite. Das heißt 12 Felder. Ja. Na, wie mache ich den Pfeil nochmal, dass ich sehe, wie weit das ist?
Rechtsklick, Zeiger. Zeiger, ne? Also 40 Fuß, 80 Fuß kannst du rennen bewegen. 80? Nee, 40, Entschuldigung. 40. Aber es ist normalerweise nicht 30? Müsste nicht 60 sein? Du trägst Rüstung. Ah, okay. 40 dann, ne? Du hast 20 standardmäßig, ja. Das heißt, bis dahin etwa. Also bis hier. Ja. Er gibt ab, Alex. Auch du hast Öl an den Stiefeln? Hä? Ich bin außen rumgelaufen. Also ich bin eigentlich gecircelt. Ums Grün. Du bist außen rumgelaufen, okay? Genau, bis dahin waren es 50, aber feldertechnisch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Dann dir, oder? Also ein Diagonal-Move, warte mal. 11. Also wärst jetzt 11 Felder gegangen. Ja. Eins kannst du noch. Eins mehr. Ja, passt. Ist der See ein Fluss? Also ein Tümpel. Ja, aber ist das so der richtig, oder? Der ist in der Größe, ist der richtig. Wie gesagt, es ist ein Tümpel halt. Du kannst also ist da durchwarten. Einer. Ja, der ist da. Du kannst da durchwarten, der wird dir so etwa bis zur Hüfte gehen. Ist schweres Gelände. Genau. Nee, ich bleib da stehen. Mhm. Gut. Rainer? Jo, ich warte immer noch. Rex? Gut. Ron? Was soll ich machen? Ich bin das. Achso, ja, sorry. Nicht sterben. Dass sie sich überhaupt nicht weit sicherstellen, dass du überhaupt stirbst, wundert mich. Das sehe ich ja nicht. Wieder meine 40, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich da noch liege. Ja. Ja. Ist also quasi zwei laufen jetzt los, um zu gucken, ob sie Korn rausziehen können. Der Rest wartet. Also zeigst du mir jetzt keinen weiter an. Jetzt zeigst du bei meinem Zeiger gerade keinen weiter. Weil du draufstehst auf der Weite. Oh, scheiße. Ich brauch die Karte nochmal. Ihr könnt immer auf Images diese Karten wieder suchen. Das ist die Unidentified Map. Ach, okay. Slash in Image, beziehungsweise die Donner. 30, 35, 40. Zack, dann bin ich jetzt hier. Achso, und gebe natürlich ab. Alex? Also, weiter geht's. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Okay, also ich bin mal überhaupt nicht mehr am Ende von der Karte. Jo, dann brauchst du eine Runde, um auf die andere zu kommen etwa. Jo. Im Wasser hast du nur halbe Bewegungsweite, also wenn du durch den Tümpel wartest. Ja, aber kann ich drumherum gehen und trotzdem da hinten bei Alex stehen? Wenn du rennst, doppelte Bewegungsweite, musst du Feld abzählen. Du hast 30, 6 kannst du, 1, 2, 3. Ja, aber das finde ich schon die ganze Zeit irgendwie weird. Ich schlender da ja nicht rum, wenn ich zu irgendwem hinlaufe, sondern ich renne da schon hin. Das ist ja nur ein paar Sekunden immer, wo dein Zug dauert. Deswegen, rennen ist eine volle Aktion, kostet dich, damit kriegst du deine doppelte Bewegungsweite. Und das ist das, was du in 6 Sekunden zurücklegst. Also 60 Fuß legst du, so wie du bepackt bist, in 6 Sekunden zurück. Was schon relativ viel ist. Das sind 36 Meter. Rainer, du stayst? Ja. Ja, auch. Habe ich mir gedacht. Der geduldige Jäger fängt die Beute. Übrigens, Kron ist so roundabout, sagen wir so 200 Fuß von dir weg, Rainer, ne? Nee, hab ich mir schon gedacht.
Ich hätte jetzt mit den 300 gerechnet, die du sagtest. Ja, 300 wäre der Bandit gewesen, auf den Krong geschossen hat. Ah, okay. Wenn ich 40 laufe, bin ich aus unserer Karte draußen, oder? Ist okay, ihr braucht wie gesagt dann eine Runde, um auf die andere zu kommen, beide, alle, Also ich bin jetzt hier irgendwo am Rand. Mhm. Ja, dann... Also eigentlich nur den Rand schon draußen. Ja, gut, dann springen wir jetzt eine Runde weiter. Runde auf Runde 5. Fangen bei Severan. Huch. Falsche Karte. So. War jetzt so klein. Ich bin geschrumpft. Oh, jetzt passt wieder. Also wenn, dann würde ich übrigens auch zu, wenn ich Kron sehe, entsprechend zu Kron gehen. Alles cool. Erstmal alles cool. Also ich... Gut, ihr kommt da jetzt an und dürft mir alle einmal einen Perception-Wurf machen. Ich auch? Du bist ohnmächtig. Riech ich Tote? Das erweckt mich dann aus meinem Schlaf? Eventuell riechst du gleich Tote, ja. Oh. Das riech ich gleich. Kier entdeckt's auf jeden Fall. Ach, Kacke. Deborah, du siehst das noch nicht. Schön. Dann interessiert's mich auch nicht. Mhm, was tust du? Ich gehe zu Kron erstmal. Mhm. Stell dich zu Kron. Bei Footstep. Und tätschel seine Wange. Er bleibt ohnmächtig. Okay, dann gebe ich wohl ab. Dann gib ab. Alex, siehst du das auch noch nicht? Gut, das heißt, ich sehe jetzt eigentlich ja nur den verletzten Bobo da am Boden liegen. Ja, dann, ich tu mal das. Mhm. Targete mal bitte auch noch Bandit 2. Achso, ja, stimmt, weil ich ihn nicht sehe. 2. Mhm. Keine Sorge, Crowd, das kriegen wir hin. Was muss ich jetzt als erstes drücken, um diesen Roll zu... Gar nicht, brauchst nicht rollen, du brauchst nur Channel Energy machen. Ja. Also den hier. Channel Energy? Also ich drücke einfach auf den 1D6 hier, ne? Auf den hier, genau. Auf den Heal-Button. Das ist das schöne Heal-Zeichen. Danke, dass du meinen Banditen gepflegt hast. Dem geht's besser als Crawl. Dann kannst du wieder abfangen. Hey. Ich sehe meinen Mate am Boden, was soll ich machen? Ich sehe halt den. Ja, alles cool. Deborah, das siehst jetzt auch du. Yay! Hat die mir einen Schaden gemacht? Ja. Finde ich nicht nett. Sieht man an ihrer Kleidung oder so dieses Zeichen des Hirschkönigs? Warte. Da, ihr habt Bild von schöner Frau. Ja. Ja, schön. Die hat viele Messer. Ja, aber man erkennt man, dass die dem Hirschkönig untertan sind? Man kann sich's erahnen, aber man sieht nichts. Okay, dann hat sich das erledigt und ich mach einen Schritt dahin und dann versuche ich die Reihe durchzuschießen. Brauche ich dafür einen Pfeil oder mehr? Du hast das dafür gibt's ein Manöver, das hast du nicht. Du kannst auf einen schießen. Ich kann nur auf einen schießen? Ja. Kann ich trotzdem alle drei targeten und... Nein. Dafür gibt's ein Manöver. Das ist ein Talent. Dann bleibe ich aber da oben stehen. Und glaub mir, dieses Talent wirst du noch eine ganze Weile nicht kaufen können. Ja, du hast vorbeigeschossen. Rainer, man hört zumindest ein Kampfgetummel von da hinten. Es ist nicht gerade leise. Das soll man ja auch hören. Dementsprechend warte ich. Der hat einen Bogen. Er schießt auf den, der mir auf den Sack geht. Er hat daneben geschossen. 6. Auch ja, du hörst das Kampfgetummel. Ja. Ja, genau, der Hinschlag hinzugehen. Wenn man hier eine vorbereitete Falle hat. Also von daher. Mich verschleicht das Gefühl, wir hätten eventuell den Angriff nicht tun sollen. Nein. Hättet ihr mich mal reinspazieren lassen? Dann hätten wir nur ein Opfer. Wäre wahrscheinlich auch selber hinausgelaufen. Welche Informationen habt ihr euch, um euch auszuweisen als Mitglieder dieser Bande, außer dieses ominöse Symbol, das Kressel vielleicht kennt, weil es einem ihrer Männer gehört hat, dem wir es abgenommen haben? Alter, jetzt macht mal halblang, Mann. Der fängt lauthals an zu lachen, als Kier zu Boden geht. Severa. Ich finde bestimmt meine Kampfattribute gleich.
Ja, bekämpfen ist das Schlechteste, was du machen kannst. Mir einen Rücken schießen lassen ist auch nicht schlau, wenn ich wegrenne. Hey. Da ist aber wenigstens eine Chance da. Keine Aufgaben von Leuten, die nicht dabei sind. Bevor ich angreife, tue ich laut einfach in die Luft hereinsprechen. Verdammt, sind das viele! Wenn ich zählen müsste, 3. Ich frage dich einmal, möchtest du wirklich angreifen? Ich bin zu dumm, um zu wissen, was ich sonst tun will. Weglaufen? Haben wir das letzte Mal mit der Moorbestie geübt. Tamara, es gibt sowas, das nennt sich Common Sense. Ich bin eine Kriegerin, ich laufe nicht einfach weg. Töte sie. Außerdem hast du doch gesagt, sie ist doch bei uns, um Erfahrung zu sammeln. Jetzt hat sie doch die Erfahrung. Also dein gesunder Menschenverstand sagt dir auch. Schnapp dir Crown und renn! Lass ihr habt Crown eine Falle vorbereitet. Kier jetzt eventuell auch nicht. Lass das ist Alex' Aufgabe. Nehmt Kier mit. Ich schnapp mir das komische Vogelvieh auf die Schulter und lauf wieder aus der Karte raus. Alex! Also, naja, nachdem ich jetzt sehe, dass ja auch Kier hier oben fällt und hier die andere auch schon die Beine in die Hand nimmt, ich gebe auch hart Gas. Ich will weg da. Nimmst du Kier mit, oder? Nee. Oh, also, das ist einfach schon es tut mir echt wahnsinnig leid, aber du musst auch dieses Szenario verstehen. Ich habe 9 Banditen vor der Fresse. Wenn ich sie jetzt ist gut. Nehme, bin ich langsamer. Nein. Es tut mir echt leid, aber falls du es überlebst, ich komme wieder und gucke. Naja, sie ist ja immerhin die das Symbol bei sich hat. Er wird das Grab selber ausschaufeln für dich. Auf jeden Fall, ich gebe alleine Hartgas wieder zurück Richtung Falle. Ich habe dich auf der Schulter. Gut, dann erstmal eine Runde Power. Ihr hört von der Frau noch, holt sie euch. Also ich würde versuchen, so schnell wie möglich übrigens versuchen, wieder zurückzurennen. Du hast halbes Tempo. Deswegen sage ich ja so schnell wie möglich. So, ihr startet hier. Alex startet hier, weil der berührt ja auch, dass Severa da hinten alleine ist. So. Gut, dann beginnt jetzt, da das Ganze abläuft, ist der Erste, der dran ist, Severa. Okay, wenn ich mich jetzt wieder um den See da rumschlängel, wie weit komme ich eigentlich? 20 Fuß. 20 Fuß. 4 Felder. Mit einer vollen Aktion. Also rennt. Ja. Komme ich 20, Das heißt, da wo Alex steht hin. Komm mit, mein Vögelchen. Also abgeben. Ich lerne das irgendwann. Alex? Genau das habe ich jetzt eigentlich nicht erhofft. Ich mache jetzt meinen Plan nicht, ey. Das kommt dich in die andere Richtung? Es war stockfinster. Ich hatte jetzt eigentlich die Idee, Aufmerksamkeit zu erregen, dass ihr wegkommen könnt, aber naja, jetzt, wo du bei mir stehst, geht das schlecht. Ja gut, dann. Ich konnte mich bewegen oder casten, richtig? Du kannst dich bewegen und casten. Aber wenn du castest, kannst du dich noch bewegen. Wenn du angreifst, kannst du nicht. Also okay, wenn du keinen Angriffsspell castest. Dann würde ich jetzt out of range gehen. Also mal bewegen. 6. Hier kannst du dich heilen. Ja, hier. Was ist er denn? Da. Vielleicht targetst du dich auch noch selber. Alter, wann habe ich den Schaden bekommen? Dass du dich gehauen hast. Als der Bogenschütze dir ins Gesicht geschossen hat. Ja, also ich heile uns mal, nachdem hier Pfeile fliegen. Disabled. Schön, Crown, dass du nur noch disabled bist. Nee! Das heißt, er ist wieder bei Besinnung. Oh. Kier, handeln wir gleich ab, ja? Was da bei dir passiert. Schade, er schlägt vorbei. Rainer. So. Dann. Wenn du auf 6 schießt, Schuss im Nahkampf -4. Wieso Nahkampf? Weil der im Nahkampf steht. Oh.
Also du könntest mich oder Kron treffen. Mhm. Es sind genau 120. Ich hab geguckt. Just do it. Ich habe Angst. So. Ich werde auf Bandit 2 schießen. Auf eine 1 triffst du Severa oder Kron? Nicht. Ich schieße ja nicht auf Bandit 6. Ach so. Okay. Ist egal, Hauptsache sie sind weg. Hits! Roll Damage. Fuck my life! Auf 120 Meter schieße ich in den kleinen Finger. Das ist halt ein Streifschuss gewesen, ist halt weit weg. Robby der Bolton ist halt so weit geflogen, dass er an Wucht verloren hat. Nein, nein. Das mit dem kleinen Finger war Absicht. Ich habe damit ein Statement gesetzt. Ich habe dir gesagt, auf 200 Metern schieße ich der Fliege zwischen die Augen. Ja, red's dir ruhig schön, du Versager. Also, ich atme. Ich auch. Dex, du hättest theoretisch eine Intervention, weil du hast ja abgewartet. Ander Wurst 30. Ha? Okay, triffst da nicht. Der hingegen auch nicht. Der hat gerade seinem Kumpel in den Hintern geschossen. Ich hab gesagt, auf eine 1 triffst du Friendly Fire, wenn du in den Nahkampf schießt. Dex, jetzt wärst du offiziell dran. Ich hab das Gefühl, ich hab gleich so eine ganze Bagage hinter mir stehen. Ich glaube, du bist gleich selber, ja. Sie macht einfach Matrix, es ist so heftig. Ja, super, dieses Ausweichen. Nein, sie treffen einfach nur nicht. Try hit me, I can't dance. Es ist so dumm, dass sie einfach nicht treffen, das glaubt. Ich finde das gut, dass sie nicht treffen. Ja, zwei Banditen hast du noch. Du hast Glück, dass sie im Nahkampf schießen müssen. Das ist dein Glück gerade. Das heißt, ich drehe mich jetzt am besten um und kämpfe gegen die, wo um mich rumstehen. Nein. Nein, du läufst. Du läufst. Am Ende eine Eins, ne? Nein, auf dem Wurf. Severa. Ich folge dir, Jan. Ich mache Rückzug zu Jan. So. Alex. Das möchtest du nicht. Was denn? Jetzt er schnappt sich Quorn und läuft mit ihm weiter. Staffellauf. Er hat Kühe liegen lassen, Alter. Ja, das hat einen Grund gehabt. Ihr könnt ihn mir abnehmen, aber dann kann ich von hier in den Fernkampf und die anderen können schießen.